Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily Nummer 33 für Montag, den 16. Januar 2017. Heute habe ich ein paar Themen dabei. Da habe ich zweimal was zu Snapchat, etwas zu App.net, Deutsche Bank verbietet WhatsApp, SMS und noch ein paar andere Sachen, Facebook und Correctiv kämpfen gegen Fake News und Tesla hat eine nicht so tolle Überraschung für Neukunden. Aber fangen wir mit Snapchat an. Die haben jetzt für ein paar Leute auf Android eine universelle Suche gelauncht, die auch demnächst für alle Android-Nutzer und auch für alle iOS-Nutzer freigeschaltet wird. Und ja, da befindet sich ab jetzt, entsprechend wenn es freigeschaltet ist, ein Suchfeld oben in der App, in der man halt ganz schnell nach anderen Leuten suchen kann oder nach Stories. Und manche vermuten dahinter auch schon eine neue Monetarisierungschance, denn dort könnte man natürlich als Suchergebnis auch ganz vorne ja, bezahlte Suchergebnisse reinplatzieren. Schauen wir mal, was daraus wird. Auf jeden Fall bleibt spannend. Die Plattform wird ein bisschen verändert wieder. Und ich bin gespannt, wenn ich das freigeschaltet bekommen habe und mir das mal angucken kann. Aber bleiben wir ruhig bei Snapchat. Die haben nämlich jetzt auch angekündigt, dass Michael Linton, der war bis jetzt nur Chairman of the Board von Snap, der Mutterfirma von Snapchat, parallel hatte der auch noch einen Hauptjob und war Chief Executive der Entertainment Division von Sony, also dem Filmstudio oder Multimedia Studio, Entertainment Studio, Sony PlayStation, whatever, all das Zeug. Ja, der hat gesagt, er macht jetzt bei Sony nicht mehr weiter, denn er müsste sich komplett auf Snap fokussieren und ja, hat eine Stelle da aufgegeben und kümmert sich jetzt nur noch um Snap. Naja, man könnte jetzt auch vermuten, in Richtung IPO, da lockt das große Geld und jetzt hat er halt einfach mal seine Prioritäten gesetzt. App.net, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ja ganz vereinfacht erklärt ja, ein Twitter-Klon, den es, ja, wann haben die begonnen? 2012 um den Dreh rum, den es damals gab und ja, bald nicht mehr geben wird, denn die stellen den Dienst zum 15. März ein, diesen Jahres. App.net, da konnte man halt bezahlen, also hat für sein Konto bezahlt und dadurch haben die einem versprochen, dass das alles halt für die Nutzer ist, keine Werbung kommt und es finanziert sich entsprechend auf die, ja, auf Grundlage der bezahlten Konten. Übrigens auch eine Monetarisierungsidee, die ich denke, die Twitter ruhig mal machen könnte, als Premium, dann, dass man Twitter-Account vielleicht irgendeinen Obolus gibt und entsprechend keine Werbung kriegt. Ich persönlich kriege keine Werbung, weil ich ja nicht den Twitter-Client benutze, von daher bin ich da eh raus. Aber ja, gut, bei App.net hat es nicht funktioniert. Das liegt aber wohl auch daran, dass das eher so eine MeToo war. Die hatten jetzt nicht richtig wirklich was Neues, außer dass sie gesagt haben, hier, ja, es ist Content für die Nutzer und wir sind ohne Werbung am Start. Aber ansonsten war es halt eine einfache Twitter-Kopie, die sich leider nicht durchsetzen konnte. Was anderes, was sich durchgesetzt hat, das ist WhatsApp unter anderem und diverse andere Instant Messenger. Und die Deutsche Bank will dem Ganzen jetzt einen Riegel vorschreiben und verbietet WhatsApp, andere Instant Messenger und sogar SMS auf Diensthandys und zur Nutzung auf Privathandys. Da frage ich mich, okay, wo ist jetzt der Realismus? Ich meine, okay, gehabt, eine WhatsApp kann man halt einfach auch deinstallieren als App oder das untersagen. Aber zum Beispiel SMS deinstallieren geht ja schon mal faktisch bei den meisten Geräten gar nicht. Und wie man das dann auf Privatgeräten halt auch monitoren will, auch wieder im deutschen Datenschutz. Naja, ob das jetzt so eine tolle Initiative ist, die macht durchaus Sinn. Das kann ich schon alles nachvollziehen. Aber ob es nicht einfacher wäre, die Mitarbeiter einfach zu schulen mit Wissen und auch mit Aufmerksamkeit für die Themen, anstelle zu versuchen, irgendwas zu ja, verbieten und zu deinstallieren, was teilweise gar nicht funktioniert nach meiner Meinung. Ja, das ist eine andere Sache. Und das wird spannend, ob das wirklich dann passiert. Was aber auch hoffentlich wirklich passiert ist, Facebook und die Fake News. Die sind ja nicht nur bei Facebook sind Fake News ja ein Riesenthema, auch auf anderen sozialen Netzwerken. Aber gut, Facebook ist halt nun mal der größte. Und die haben sich des Problems nun wirklich auch angenommen, haben gesagt, okay, das Problem existiert, wir kümmern uns drum, wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen und versuchen das auch einzudämmen. Und in Deutschland,
wird nun das Rechenzentrum Corrective oder Korrektiv zu den Faktenprüfern hinzugeholt. Die gucken halt, es wird ein System aufgebaut, welche News wirklich valide sind, welche nicht. Und gleichzeitig versucht Facebook auch einzudämmen, dass die Leute, die mit Fake News Geld verdienen, indem sie halt Werbung schalten, entsprechend auch kein Geld bekommen. Also prinzipiell eine gute Sache. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch wieder so richtig funktioniert, wie sie sich's vorstellen. Aber auf jeden Fall muss da was getan werden und wird auch etwas getan. Und das ist, glaube ich, die Folge der Überleitungen. Und es muss da auch etwas getan werden, einfach weil es wirtschaftlich keinen Sinn macht. Und es wird etwas getan bei Tesla. Tesla, wenn man sich einen Tesla kauft, kann man ja praktisch unendlich tanken an den Tesla Superchargern. Das sind die Elektro-Tankstellen von Tesla, die es hierzulande eher weniger gibt. Aber in den Vereinigten Staaten sind die nicht unbedingt an jeder Ecke. Aber zumindest sind die halt so schlau aufgestellt, dass man halt überall hin mit seinem Tesla fahren kann, auch durchs gesamte Land. Und ja, das war halt ein super Verkaufsargument bisher, um auch so einen Tesla zu verkaufen. Keine laufenden Kosten, es kann frei getankt werden. Das geht halt natürlich nicht endlos. Das ist eine rein wirtschaftliche Betrachtung. Und genau das hat Tesla jetzt auch gemacht. Und demnächst werden alle Neukunden nun nicht mehr unendlich viel tanken können, sondern bekommen nur noch 400 Kilowattstunden, die sie mit ihrem Tesla, den sie gekauft haben, verbrauchen können. 400 Kilowattstunden, ja, was ist das, was bedeutet das? Tesla sagt, damit kann man ungefähr 1000 Meilen fahren in Amerika und damit könnte man eigentlich auch das gesamte Land mehr oder weniger bereisen. Und sofern man nicht explizit viele Langstreckentrips macht, dann würde man eigentlich auch klarkommen und der größte Teil der Fahrer müssten eigentlich auch nie was extra zahlen. Also wenn man darüber kommt, muss man extra zahlen. Das ist dann auch wieder von Staat zu Staat, also Bundesstaat in Amerika, verschieden. Und manchmal muss man sogar nicht nach Kilowattstunde, sondern nach Minuten getankt zahlen. Aber ich glaube, das ist ein Problem, was wir jetzt nicht haben in Deutschland. Aber nur ein Beispiel, Sie haben es auch nochmal umgerechnet. Ein Roadtrip von San Francisco nach Los Angeles, der würde jetzt $15 kosten, wenn man das bezahlen würde am Supercharger. Und wenn man von Paris nach Rom fahren würde in Europa, das würde 60 Euro kosten. Ja. Ich glaube, die sich einen Tesla kaufen, die haben auch noch die Kohle für die paar extra Euro, die sie dann über diesen 400 Kilowattstunden ausgeben müssen, wenn sie fahren möchten. Und ja, im Prinzip wirtschaftlich vollkommen richtige Entscheidung. Ja, und damit beschließe ich auch den ersten Geek Talk diese Woche für mich und auch in diesem Jahr. Ich freue mich, dass ihr uns zuhört. Die ganzen Links sind natürlich in unseren Shownotes auf daily.geektalk.ch. Und ich sage einfach mal, ja, ciao, ciao und bis morgen. Da hören wir uns hoffentlich wieder. Hört mehr Geek Talk.